Guten Tag, meine Damen und Herren. Es bahnt sich eine Krise an. Generation 13 ist momentan Generation 19 deutlich überlegen. Dieser Challenge-Konflikt wird momentan befeuert von den Seiten aus Russland in Sosnowka und den USA aus Seiten Westbridge Hills. Wir haben erschreckende Bilder zu diesem Thema auf Kamera. Dies ist nichts für schwache Nerven. Ich bitte, seien Sie gefasst. In Sosnowka und Amerika geht es richtig ab. Also, Westbridge Hills, eigentlich ein schönes, beschauliches Städtchen, was die Landwirtschaft liebt, ja, sieht momentan ganz traurig aus. Die uralteingesessene Sägewerkfabrik, hinten dran der Diner, alles ist nicht mehr in Benutzung. Aber auch in Russland spitzt sich die Lage zu. Die Händler sind leer, wie ihr seht, und auch entsprechend die Landwirte haben bereits ihre Arbeit niedergelegt. Das ist ein sehr ernster Konflikt, den wir natürlich so nicht stehen lassen können. Aufgrund dessen haben sich die Parteien Solaris Game World und Umweltrettung in harten, zähen, aber doch sehr konstruktiven Verhandlungen auf einen Kompromiss geeinigt, um Generation 13 entsprechend etwas abzuschwächen und auch der Generation 19, abgekürzt unter LS19, eine Chance zur Gleichberechtigung zu geben. Somit werden also folgende Änderungen ab Mai in Kraft treten, so die Verlautbarung beider Parteien, die übereinstimmend dazu ihr Okay gegeben haben. Der Sendeplan wird wie folgt geändert. Um 16 Uhr kam bisher, wie auch um 9 Uhr, die Generation 13. Diese wird nun auf Generation 19 umgestellt. Für den Mai bedeutet dies um 16 Uhr erscheint dann entsprechend eine zweite Folge der Mega-Challenge, der XXL-Challenge. Ich möchte noch einmal ganz kurz die harten und zähen Verhandlungen hervorheben, die geführt worden sind, um dort auch für alle Parteien einen doch adäquaten Kompromiss zu finden. Ich zitiere kurz aus dem Logbuch des Parteivorsitzenden. Ich habe Idee. Wollen wir das machen? Jo, klingt gut. In Ordnung. Somit ist die Änderung beschlossen. Ich wünsche euch weiter viel Spaß und macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.